Katzen sind wirklich schwer in Ordnung. Was aber nicht in Ordnung ist, wenn Katzen wirklich schwer werden. Unser Thema im Zooplus Magazin: Übergewicht bei Katzen. Laut Statistiken sind ca. 50% aller Katzen übergewichtig. Hauptsächlich Wohnungskatzen sind davon betroffen. Was sind die Ursachen? Was sind die Folgen? Und wie könnt ihr als Halter präventiv handeln? Das wollen wir uns heute im Detail ansehen. Ähnlich wie bei uns Menschen finden sich die Ursachen für Übergewicht meist in falscher Ernährung und mangelnder Bewegung. Besonders Wohnungskatzen benötigen deutlich weniger Energie im Vergleich zu Freigängern, um an ihr Futter zu gelangen. Zudem haben sie oftmals jederzeit Zugang zu ihrem Fressnapf. Solltet ihr das Gefühl haben, dass eure Katze etwas zu viel auf den Rippen hat, ist ein Besuch in der Tierarztpraxis also durchaus sinnvoll. So, da kommt heute der Charlie zu mir. Komm mal her. Kommst du raus, Charlie? Komm mal her. Toll, na komm. Super. Na komm, Charlie, toll. So, also man sieht schon auf den ersten Blick, der Charlie wirkt ein bisschen rundlich. Ja? Er hat sicherlich ein kleines bisschen zu viel auf den Rippen. Und dann gehe ich auch gleich mal zu meiner Untersuchung über. Indem ich die Hände einfach flach auf den Brustkorb lege, da sollte man ganz leicht die Rippen spüren können. Mhm. Beim Charlie ist es so, ich spüre sie schon, aber ich muss ein bisschen in die Tiefe drücken. Dann gehe ich weiter nach hinten. Die Taille, ja, die suche ich hier ein bisschen vergebens bei ihm. Also die hat er nicht wirklich. Ja. Und man sieht auch ein bisschen von unten so ein bisschen so diesen, ich sag mal, Hängebauch. Da denke ich, sollten wir was ändern. Ja, das ist wichtig. Übergewicht ist nicht ungefährlich für Katzen. Das sollten wir dann auf jeden Fall noch mal eine Blutuntersuchung bei ihm machen. Beim Charlie würde ich jetzt sagen, naja, der hat bestimmt 15-20% zu viel. Ja, da sprechen wir von Übergewicht bei Katzen. Wenn es 30% sind, dann sprechen wir wirklich von Fettleibigkeit, Adipositas. Das hat er, denke ich, noch nicht. So, Charlie, jetzt wiegen wir dich mal. Komm mal her. Ja. Die Stunde der Wahrheit. Ups, 6 Kilo. Das ist ein kleines bisschen zu viel für deine Körpergröße. Ja, da sind wir ungefähr bei den 15%. Die er zu viel auf den Rippen hat, aber das schaffen wir gemeinsam. Ja, Charlie, das kriegst du wieder runter. So oder so ist es wichtig, das Gewicht eurer Katze im Blick zu behalten. Denn aus starkem Übergewicht können auch schwere Folgen für eure Katze resultieren. Dazu zählen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, erhöhtes Risiko für Diabetes, Gelenk- sowie Organschäden. Auch im Alltag zeigen sich unschöne Auswirkungen, denn dicke Katzen leiden im Sommer stärker unter Hitze, sind oft unausgeglichen und neigen zu einem geschwächten Immunsystem. Eine damit einhergehende Bewegungsunlust verstärkt wiederum diesen Teufelskreis. Das kann auch zu einer deutlichen Verkürzung der Lebenserwartung führen, sogar um bis zu 2 Jahre. Der erste Punkt, den es unter Kontrolle zu bringen gilt, ist also die Ernährung. Darum ist es sinnvoll, auf ein geeignetes, kalorienreduziertes Futter umzustellen. Dieses gibt es zum Beispiel von Herstellern wie Royal Canin, Concept for Life oder Smilla. Ein gutes Leitfutter zum Abnehmen muss einige Kriterien erfüllen. So stellt ihr sicher, dass eure Katze bei reduzierter Kalorienmenge trotzdem all die Vitamine und Mineralien bekommt. Das exakte Abwiegen der Futtermenge ist hierbei sehr wichtig, da gerade beim Trockenfutter bereits 10 Gramm zu viel schon den Abnehmeffekt zunichte machen können. Bitte achtet darauf, dass eure Katze langsam und schrittweise abnimmt, denn eine zu radikale Vorgehensweise kann mit der Gefahr einer Fettleber einhergehen. Zudem sollte ihr der Zugang zu Trinkwasser jederzeit möglich sein. Natürlich dürft ihr eure Katze weiterhin mit Leckerlis belohnen, bedenkt aber dabei, diese von der Gesamtfuttermenge abzuziehen. So bleibt ihr in eurem sicheren Rahmen und haltet die Laune eurer Katze oben. Der zweite und sehr wichtige Punkt ist natürlich mehr Bewegung. Habt zusammen Spaß und fordert eure Katze mit regelmäßigen Aktivitäten. Plant dazu jeden Tag einfach etwas Zeit ein. 10 bis 15 Minuten reichen in der Regel aus. Jagd- und Fangspiele halten Laune und Aktivitätslevel oben und fördern zudem eure Bindung. Ihr könnt auch kleine Anteile des regulären Futters für Suchspiele verwenden. So muss sich eure Katze ihre Kalorien verdienen und ist dabei positiv gefordert. Spaß am gemeinsamen Erreichen eurer Ziele.
Bleibt konsequent und motiviert und überfordert weder eure Katze noch euch selber. Und das Abnehmen wird euch spielend leicht gelingen. Ich hoffe, meine Tipps können helfen. Ich wünsche euch und eurer Katze alles Gute.